Hi, herzlich willkommen zu dem Video. Veronika ist hier. Wir sind beim 8-Schritte-Plan zum Plank und heute kommt die dritte Übung. Es ist für jeden geeignet, auch für jeden Anfänger. Wir fangen wirklich Low-Level an. Wir haben ja jetzt die letzten Male immer mit aufgestützten Armen gearbeitet. Heute ist das erste Mal, dass wir mit dem Ellbogen arbeiten. Wir brauchen nochmal einen Stuhl und eine schöne Matte, die das schön abfedert oder ein Handtuch oder so. Und wir werden es wie folgt machen. Und zwar auf die Knie, dieses Mal wieder, ja, damit es auch schön einfach bleibt. Und dieses Mal aber die Ellbogen auf dem Stuhl platzieren. Hier Schultern runter, ja, Schultern zurück, zack, damit du hier nicht in die falsche Position läufst. Und geraden Rücken, hier nicht ins Hohlkreuz fallen, ja, also nicht so. Das ist sehr, sehr wichtig. Und diese Position ist optimal, um das zu üben, dass du hier nicht ins Hohlkreuz fällst, in das Hohlkreuz. Ja? Also hier schön fest, Bauchmuskeln fest, alles fest. Und noch schön auf die Knie, damit es schön einfach bleibt, damit du dich komplett, ja, auf deinen Rücken, auf den Chorbereich hier komplett konzentrieren kannst. Das ist jetzt die dritte Übung. So lange halten, bis du kannst. Jeden Tag üben. Wenn du gerade jetzt eingestiegen bist und alle Übungen nochmal von vorne machen möchtest, dann verlinke ich hier das Video, das allererste. Dann kannst du dir auch mal die Playlist davon anschauen und jede Übung mitmachen. Wenn du jetzt erst einsteigst und es aber trotzdem einfach genug ist, dann mach hier weiter, kein Problem. Also, wir wollen den Plank schaffen, ja? Was ist das Ziel? Ich zeige es nochmal. Immer das Ziel vor Augen halten, das ist ganz, ganz wichtig. Ziel ist, dass wir das hier schön halten können, ja? Zack. Und ein weiteres Ziel wäre dann natürlich, den seitlichen Plank zu können, ja? Aber das machen wir dann peu à peu, Schritt für Schritt. Jetzt erstmal die eine Sache, Ziel immer vor Augen halten. Noch ein gut gemeinter Tipp, falls du nicht weißt, wie deine Stellung und so weiter ist, dann mach es vorm Spiegel, dann weißt du ganz genau, wie du dich halten musst. Aber dann auch wieder auf dich fokussieren und konzentrieren, nicht die ganze Zeit nur vorm Spiegel hängen, ja? Damit du da auch dieses Gefühl für bekommst. Also jeden Tag üben, ich möchte Erfolge sehen, ja? Schreibe mir auch gerne in die Kommentare, ob du schon weiterkommst, ob du schon Erfolge hast und was dir vielleicht noch fehlt, um den Erfolg zu bekommen, wenn es noch nicht so weit ist und. Gerne in die Kommentare und Daumen hoch, wenn du jetzt auch Bock hast, den Plank zu lernen. Und weitere kostenlose Sachen findest du auch bei mir auf der Webseite veronikageritzen.de. Link ist in der Videobeschreibung. Also viel Erfolg, bis zum nächsten Video. Ciao!